Hi Leute und willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 2. Wir haben beim letzten Mal mit dem König gesprochen und sein Bruder ist nicht ganz so erfreut, dass Adam wohl die Thronfolge kriegen soll. Wir möchten ein paar Nebenquests jetzt aber machen und hoffen, dass wir das jetzt auch hier schnellstmöglich gebacken kriegen. Ein paar Lampen anzünden, oh Mann. Unwichtige Aufgaben hätten es uns nicht geben können. So, noch eins. Dann haben wir jetzt die Aufgabe schon mal fertig. Dann können wir noch eine andere machen. Und dann sind hier, glaube ich, noch ein, zwei, drei ganz viele gewesen. Ach, naja, gut. Wir wollen ja hier bei allen so ein bisschen beliebt sein. Von daher ist das schon in Ordnung. Und das kann man wenigstens noch als Add-on bezeichnen, dieses Spiel. Oh, voll dran vorbeigelaufen. Im letzten Part so. So, hi. Hey, hast du uns vermisst? Wir haben deine kaputten Laternen repariert. Kann mir jemand erklären, warum wir durch die Gegend rennen und komische Arbeiten für diesen Typen erledigen? Du musst es mal so betrachten, Mister. Es ist für das Allgemeinwohl. Großartig, vielen Dank. Ich bin richtig erleichtert. Es hätte wohl ein Weilchen gedauert, bis ich selbst dazu gekommen wäre. Was ist los, Bruder? Wenn ich das mit den Laternen so gestört hat, warum hast du nicht mich gefragt? Ich hätte das für dich erledigt. Ich wollte dich nicht damit belästigen. Ich habe mich mein ganzes Leben immer auf dich geschützt, seit Mutter nicht mehr da ist. Chalcedony. Komischer Name. Chalcedony, hast du eine Minute? Fällt ja. Tut mir leid, so hereinzuplatzen, aber ich bringe dringende Neuigkeiten. Chalcedony, du bist befördert. Willkommen bei der Einheit. Was habe ich denn gemacht? Du hast die Laternen in Ordnung gebracht. Niemanden im Regiment sind sie überhaupt aufgefallen. Das zeigt, wie wichtig es dir ist, das Leben der Bürger zu verbessern. Eine Eigenschaft, die wir dringend brauchen. Das mag ja sein, aber ich bin nicht derjenige, der sie tatsächlich repariert hat. Das waren diese Reisenden. Ach so. Tja, dann Reisende, wie würde euch ein Plätzchen bei uns gefallen? Auf keinen Fall. Sehr direkt. Adam ist da. Kannst du nicht ein bisschen netter sein? Nennt uns einfach Reisende, weißt du? Adam ist dabei. Unglaublich. Er kennt ihn nicht mal. Wir haben die Laternen zwar repariert, aber Chalcedony hat... hier hat uns drum gebeten, so. Er ist es, dem ihr danken solltet. Ganz meine Meinung. Der Junge hat Talent und würde prima zu uns passen. Seid ihr euch da auch ganz sicher? Ja. Bis wacher bleiben. In deinen Worten öder ist, als einem Sack Krummreis beim Umfallen zuzuschauen? Komm schon, das ist eine große Chance. So ein Angebot darfst du nicht ablehnen. Du machst es schon wieder. Ja. Feldherr, ich bin dabei. Geben Sie mir nur eine Aufgabe, mit der ich mich beweisen kann. Davon haben wir mehr als genug, das kannst du mir glauben. Das ist doch schon viel besser. Mach mich stolz, Bruder. Verlass dich drauf. Na, dreht mal bevor davon. Vielen Dank euch allen. Das alles ist so schnell passiert. Ich hätte das nie erwartet. Und das habe ich nur euch zu verdanken. Ich danke euch vielmals. Bist du und dein Bruder zurechtkommen? Na klar, ich versuche schon seit einiger Zeit, mich nach oben zu arbeiten. Er muss mir dabei nicht die Hand halten. Na, wenn das so ist. Ja, ich habe mich entschieden. Lasst mich euch nochmal zutiefst Herzen danken. Gib uns lieber was Tolles. Guck mal, ein paar Lampen repariert und schon haben wir den zweiten Ring fertig. Upp, fertig. Oh mein Gott, was zum Henker ist da passiert? Warum? Ist das die ganze Stadt oder was? Muss ja. Okay, hier haben wir noch den einen Auftrag.
Dort ist noch ein Auftrag. Gamott haben wir wieder Aufträge. Aha. Okay. Schöne Übersicht, dass wir dir so einen haben. Licht im Dunkeln. Abgeschlossen. Hast du noch einige Quests, die wir machen müssen dann? Gut, jetzt fehlt eine Wache. Naja, gut. Ups. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich hier hin. So, Missionsbuch. Wir hatten Oase für alle, genau. Was sollen wir machen? Begib dich zum Wallfahrtsbrunnen. Pelen in Torna. Okay. Ah, aber wir können noch ein paar Sachen sammeln. Leider keine Dingens-Items. Heißt es hier so. Ah, Zahnräder und so ein Krams. Aber naja. Den restlichen Kram brauchen wir auch. So. Da war noch was Goldenes, genau. Ach genau, Gorillas sollen wir platt machen. Stimmt. Ja, ja, jetzt weiß ich wieder. Deswegen müssen wir auch raus. Das ergibt Sinn. So. Wo sind sie denn? Da unten. Vor denen habt ihr Angst? Können doch einfach ein paar Meter drum rumlaufen. Ach ja, wollen sie ja nicht. Mhm. Ich zähle 7. Das ist ja... was für ein Anblick. Laura, bleib hinter mir. Ich räume uns den Weg frei. Das klingt ja zuversichtlich. Sieh dich an. Sieh dich gut um, Jin. Es sind nicht nur Gegner um uns herum. Eine falsche Bewegung und du erwischst den Falschen. Danke für die freundliche Warnung. Ich will nur nicht deinen Mist ausbaden müssen. Mach dir doch nicht immer. Mach doch nicht mal alles so kompliziert. Gut, auf geht's. Ach, dann machen wir halt ein bisschen was anderes kaputt. Hier so, die Beine. Das stört niemanden. Bin mir ganz sicher, oder? Hier, den stört auch niemanden. Ich bin mir ganz sicher. Komm mal her. Und verprügeln wir das kleine Ding mal hier. So. Okay, jetzt habe ich Agro übernommen. Perfekt. Ich wollte gerade sagen, auch nur kurzzeitig, aber nee. Passt. Oh, ich dachte, er war umgeschmissen. Schade. Naja, gut. Nicht ganz so wild. Schöner Damage-Messer. Oh, der hat Hilfe gerufen, oder? Oh, shit. Oh ja, hat er. Okay. Jetzt wird's spaßig. 32. Wir sind aber den noch ein bisschen überlegen. Soll da so war es halt passen. So, Jin. Oh, wurde schon hochgeschleudert. So, drauf da. Schleudern Eisstaub. So, ist er down? Nö. Na, ich warte trotzdem nochmal. So. Wir machen ein bisschen Eis drauf. Gib ihm. So. Dann der nächste. Adam, du darfst jetzt auch nochmal. Wieder lebt noch. Unglaublich. Wieder einer weniger. Perfekt. Moment. Wir müssen nicht mehr besiegen? Oh. Macht die auch noch ab. Okay. Hey, wo wollt ihr denn hin? Die wollen sich wohl erstmal neu formieren. Schlauer als man denkt, die Viecher. Ich glaube, das ist nicht der richtige Moment, um seine Bewunderung auszudrücken.
Es scheint einen zu geben, der sie anführt. Was sollen wir tun? Adam, wir müssen den Anführer erledigen. Wenn ihm keine mehr Anweisung gibt, dann werden sie bei unserem nächsten Angriff in Panik ausbrechen. Ganz genau. Du meinst, dann schaffen wir das, oder? Ja. Verlass dich drauf. Die kommen uns nicht nochmal. Ihr habt's echt drauf, Leute. Da kann ich mich ja fast zurücklehnen und alles euch überlassen. Alter Witzbold. Gut, dann verfolgen wir also den großen Gorillas. Wenn wir links lang gehen, sollten wir auf den Hügel gelangen. Alles klar. Das ist doch mal ein Tipp, den ich gebrauchen kann. Vernünftigen Weg. Einfach geh links. Perfekt. Schade, ich dachte, ich mache die jetzt ganz kaputt, aber... Nö. Ich wette, die sind gar nicht wirklich weggelaufen. Also, die haben sich nicht nur zurückgezogen, um einen neuen Angriff zu planen oder so ein Kram. Ich denke mal, die... Warte mal, der war auf der Brücke, ne? Ja, dann hat sie wahrscheinlich das gemeint, dass wir hier dann da oben durchgehen. Komm mal her. So, sorry für den Schnitt, Leute. Ich habe das Spinnenvieh schon mal platt gemacht. Ja, können wir direkt weitermachen. Tut mir leid für den Schnitt, ja. Glück gelaufen. Meine Aufnahme hat ein bisschen rumgesponnen. Naja. So. Da kommen wir lang. Das ist noch eine Quest? Ne, hier sollen wir hin, ne? Krieger, Abenteurerin. Ne, die ist hier kaputt gegangen. Oh. Oh, Wasser. Oh nein. Du brauchst was zu trinken, und zwar schnell. Goldfieber. Sie sucht nach Gold, ne toll. Gerade nicht. Ah, Wasser. Wir können ja einfach so Wasser geben, alles klar. 33er hier nehmen. Oh, dass wir immer so viele Sachen brauchen, das ist so doof. Wie viele Milchnüsse kann man trinken, bis man den Durst gestillt hat? Wir hatten 33. Mal gucken, wie viele es sind. 33 bis 8 runter. 15. Ne, 25 sogar. Scheiße. 25 Items. Aha. Ja, da geht's dann gleich viel besser. Ja, mich den Hintern gerettet, Leute. Paul weiß ich und mein Traum von Ruhm und Reichtum hat mich hierher in die Wüste dann Adenek geführt. Und ich bin kurz davor, diesen Traum in die Realität umzusetzen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, oh ja? Und eigentlich hatte ich hier ja auf meinen Kumpel gewartet, bekam dann aber mordsmäßigen Kohldampf. Blöd nur, dass die roten Pollenkugeln, die ich hier in meinem grünen Fass fand, meine Kehle so trocken gemacht haben. Musste deshalb mein ganzes Wasser auf Ex trinken. Wenn ihr nicht aufgetaucht, dann wäre ich jetzt tot. Du musst aber easy hin. Wenn du so, wieso bist du nicht einfach wieder zurück nach Oreska gegangen? Ich wollte doch meine heiße Spur nicht verlieren. Legenden zufolge soll man hier in der Wüste Vanak Gold in Hülle und Fülle finden können. Und mein Kumpel und ich werden die Ersten sein, die hier in der Wüste nach dem Gold suchen. Punkt. Du Adam, sag mal, die Sache mit dem Gold, ist da was dran? Nun ja, die Geschichte vom Gold der Wüste Vanak kennt in Torna jedes Kind. Also handelt es sich tatsächlich nur um eine Legende. Ah, ihr haltet mich wohl für eine Schwitzerin, was? Immer mit der Ruhe. Das hier hat niemand behauptet. Glaubt ihr etwa, wir buddeln hier in dieser Einöde nur wegen eines doofen Kindermärchens rum? Ich habe hier einen Apparat, der einem genau zeigt, wo Gold zu finden ist. So. Sieht aus wie ein Staubsauger. Das ist also dein Ass im Ärmel, ja? Genau. Das Ding hat mein Kumpel beim Bergungstochen gefunden. Fehlt nur noch eine Schwerkraftkopplung, um es wieder zum Laufen zu bekommen. Dieses Gerät erscheint mir recht unspektakulär. Tut dann leicht verspätet. Bitte viermalig um Verzeihung. Leicht verspätet?
Wegen dir wäre ich fast Derbs aus mir geworden. Fast wäre aus mir Derbs geworden. Entschuldigung. Ja, sieh an. Dich kennen wir doch. Nun, ja. Sind dieselben Freunde, die du dann aus Patsche geholfen haben. So sieht man sich wieder. Sekunde mal. Du kennst diese Leute, du dann? Hm, jawohl. Waren gigantöse Hilfe bei Beschaffung von Schwerkraftkopplung. Wie klein die Welt doch ist. Aber genug geplaudert. Wir sind hier schließlich nicht zum Vergnügen. Wird Zeit, dass wir den Goldschnüffler 4000 zum Laufen bekommen. Du dann schon dabei. Fertig. Und, läuft das Ding wieder? Wenn du dann Schalter umlegst, wird Gerät dann Wüste durchkämmen und vergrabenes Gold ausbuddeln. Theoretisch. Wow, wirklich beeindruckend. Ein wahres Wunderwerk der Technik. Also dann, du dann, mein alter Freund. Daumen gedrückt. Hey. Achso, Daumen gedrückt. Auf dass wir zwei schon bald in Gold baden werden. Schaltumlegung jetzt! Seht mal, was da kommt. Und? Hat das Ding was gefunden? Du dann? Scheint, als ob er Goldschiffe für 1000 Erkältungen hat. Jedenfalls hat er kein Gold geschnüffelt. No. Und dann wohl doch kein so findiger Technik-Bastler wie angenommen. Verdammt, der taugt ihm nichts. Ich habe mein ganzes Erspartes in die Reparatur gesteckt. Sieh zu, dass du das Ding auch so. Dass das Ding auch was findet, und zwar schnell. Gerät braucht Generalüberholung von Experten. Am besten wirren Erfinder in Hauptstadtfragen oder andere Personen Fachwissen von dann erschöpft. Der arme kleine Kerl sieht ziemlich niedergeschlagen aus. Hey, wollt ihr mir nicht helfen? Auf Luthern kann ich mich ja nicht, kann ich ja nicht mehr zählen. Also bleiben nur noch ihr übrig. Wieso eigentlich nicht? Ich wüsste ehrlich gesagt selbst gern, ob da, ob an dieser Wüstengoldsache was dran ist. Dem schließe ich mich an. Meine Neugier wurde ebenfalls geweckt. Dann lasst uns mal jemanden suchen, der sich mit Maschinen und solchen Kram auskennt. Ansehen gesunken? Was zum... Warum? Boah! Warum sinkt mein Ansehen jetzt? Ich helfe denen doch. Da kommt wieder jetzt für, wenn sie... sauer auf den ist. Boah, du dann, du bist... hinterhältiger. Kleiner Saftsack. Schon hasst er uns. Ha. Glaub ich. Naja, gut. Wir sollen irgendwo hier lang. Oh, eine Kiste. So. Ist das der Anführer da vorne? Würde ich den Lüsten jetzt noch nicht machen. Ich glaube, das ist der Anführer. Na gut, dann machen wir hier erstmal so noch ein Kämpfchen. Dann starten wir das nämlich im nächsten Part einfach. Und wir machen jetzt erstmal noch mal ein bisschen eine Mini-Erkundungstour und probieren einfach das Ding hier weg. Hey, komm her. Hallo? Bleib stehen, Mann. Wow. Okay, dann haust du uns halt kaputt. So. Jetzt kriegen wir so viel Schaden. Voll heilen. Sehr schön.
So, down. Sehr schön. Ah, jetzt sind schon wieder die Affen. Ich möchte nicht so weit gehen. So, dann. Was können wir sonst noch kaputt machen? Den da. Oder hier den großen. Den 32er. So. Was ist das denn da hinten? Ist das so ein Spinnviech, dieses... Ja, ist ein Vogel. Diese City ist... Ja doch, das fliegt es weg. Okay. Oh, ist schon umgeworfen. Na gut. So, hau mal drauf. Schleudern Wasser so. Schön. Mistra, du hast Party machen. Oh, schon down. Na gut. So, dann würde ich aber sagen, warten wir hier und gucken, was der Affe da von uns will. Ich denke, der wird nicht kämpfen wollen. Ich bin mir aber unsicher. Vielleicht greift die anderen uns ja auch an, um ihn zu beschützen. Ich habe keine Ahnung. Wir werden es aber nächstes Mal sehen. Bis dahin dann. Ciao.